Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, wir müssen ein wenig mit den Bienchen weitermachen. Wir müssen ein bisschen mit den, wie heißt es so schön, mit den Cooking for Blockheads weitermachen. Und auch mal schauen, ob wir vielleicht an das Bitumen rankommen. Weil dann sind wir bei Pneumatik und wenn wir Pneumatik haben, dann sind wir auch kurz davor, auf Mechanismen zu kommen und dann wird alles einfacher. Vor allem brauche ich auch für die Hühnermechanismen, meiner Meinung nach, um die ganzen Abtransport zu machen. So, genau, ich habe jetzt dann hier sozusagen hier meine Bienchen drin. Also von denen kriege ich sie im Dutzend billiger. Dann habe ich hier lauter Princess, die wo ich übrig habe. Die werden auch irgendwann noch zerfleddert. Und hier bin ich gerade dabei, wie ein Weltmeister noch Seed Oil herzustellen. Ich fülle auch immer wieder auf. Ich habe nur festgestellt, ich kriege einige, also Princess kriege ich welche massenhaft. Und einige kriege ich gar nicht. Bin aber jetzt schon dabei, dass ich jetzt zum Beispiel schon die da alle einmal habe. Ich glaube, die da kann ich mal drehen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich die Steadfast Drone auch als Princess bekomme. Ja, genau. Also mir fehlt noch ein Modest Drohne. Vom Marshy und Tropical fehlt mir noch die Princess. Also wir sind noch fleißig dabei, das zu machen. So. Dann hätte ich gesagt, wir brauchen ja Hearty Breakfast. Macht am meisten Sinn, wenn man da das mal mit den Master Chief zusammen macht. Und dafür will ich jetzt als erstes mal den Market machen. Für den Market brauche ich ein Emerald. Ich brauche Wolle und ich brauche Holz. Schauen wir mal, ob wir noch ein Emerald da haben. Nein. Dann muss ich noch schnell einen waschen. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Das ist rein. Und davon brauchen wir 4. Dann hätte ich gesagt, machen wir zuerst die Wolle. Da kommt hier die Wolle hin, da der Emerald rein und hier das Holz und wir haben den Market. Ja, Wollinger. Den stellen wir jetzt erstmal dahin. Jetzt kann ich sozusagen hier die Seeds kaufen. Ich könnte jetzt auch noch diese Bienchen kaufen. Name Tags, okay. Lead, noch ein Mehl. Ah, ich könnte jetzt hier auch noch Eier kaufen, das ist sehr schön. Eine Cow würde 9 kosten. Okay, und die ganzen Saplings kosten mich 3. Das ist schon mal schön zu wissen. So, dann haben wir als nächstes Corned Beef Breakfast. Und wir haben ein Apiary. Epic Bacon soll ich machen. Receipt Book. Cooking for Blockheads. Genau, da gehen wir mal rein. Cooking for Blockheads. Und zwar, ich brauche jetzt einmal das Cooking for Blockheads 1. Das ist einfach ein normales Buch, das ich in den Ofen packe. Das ist eigentlich nicht schwer. Ich schätze mal, das andere wird ein wenig schwerer. Oder was heißt schwerer? Es wird teurer. Das heißt, ich mache jetzt gleich. Ja, ich brauche doch das eine, das andere. Genau. Habe ich noch irgendwo Bücher rumflacken? Nein. Dann hätte ich mal gesagt, brauchen wir jetzt 6 Seiten. Daher, Leder ist nicht mehr das Problem. Oh, dann brennen wir durch. So, was brauchen wir denn dafür? Dann brauchen wir 2 Diamanten, 2 Crafting Station.
haben wir. Dann haben wir das erste Cooking Book. Und dann haben wir jetzt das zweite. Ich habe mal beide. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich dann gleich ach, na toll, jetzt darf ich doch noch mal eins machen. So, wir brauchen Dias. Dias, 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 Dias. Sehr schön. Also, dann kommst du dahin. Das Buch kommt in die Mitte. Und die zwei Diamanten kommen dahin. Und wir haben diese Kochbücher. Sehr schön. Ich brauche trotzdem Nummer 1, weil ich das auch noch brauche. Die No Filter Edition. Ah, okay. Dann machen wir das jetzt draus. Dann haben wir das Rezept, die Receipt Box. Dann geht schon mal das nächste auf. Und zwar jetzt habe ich Food is a Click Away. Dafür brauche ich Cooking for Blockheads. 2 und einen Cooking Table. Einen Cooking Table brauche ich das Cooking Blockhead. Ich brauche 5 Terracotta. Und da habe ich schon mal 3. Da habe ich 2. So, und dann kommst du jetzt daher. Und ich brauche 3 Steine. Nee. Die hole ich. So. Dann hätte ich gesagt, wir haben den Cooking Table. So, die stelle ich jetzt erstmal dahin. Jetzt haben wir die ersten, können wir die ersten Sachen basteln. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Dann brauchen wir Kitchen Counter und 2 Right, das heißt, wir brauchen eine Iron Door. Das ist jetzt das wenigste Problem. Und ich brauche Kitchen Counter. Dafür brauche ich Terracotta und wieder 3 Steine. Steine können wir schon mal mitnehmen. Dann gehen wir mal auf Clay-Suche. Da ist er. Verdammt, ich habe nur noch 2. auch noch irgendwo Kohle drin? Habe ich jetzt noch? Davon habe ich noch einen. Das heißt, ich muss nach vorne. Ja, ja, Rainer. Ich brauche schon wieder Clay. Muss ich jetzt hoffen, dass ich genügend Dirt oben habe. Okay, das habe ich definitiv. Stück. Müsste eigentlich reichen. Brauche ich denn hier noch was? Ich wüsste, was ich noch machen könnte.
Machen wir mal noch ein paar Truhen. Die werde ich jetzt auch brauchen. Halt, legen wir uns schnell hin. Dann wird es angenehmer. So, wir laufen wieder hier entlang. Dann kann ich gleich am Eisen vorbeirennen, weil ich brauche jetzt 6 Stück, wie ich ja dem Gefrierschrank. Das hier. Davon 2. Davon 2. Und ich habe das. Ja, dann kommst du weg. Der Kühlschrank kommt hier hin. Ja, dann kommst du dahin. Ja, jetzt müssen wir mal hoffen, dass wir noch genügend Kohle da haben. Wie es aussieht, nein. Muss ich auch mal demnächst wieder nachfüllen. So, wir haben 4 und da müsste jetzt auch noch einer drin sein. Das ist Nummer 5. Das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin. Und eine Kiste in die Mitte, jawohl. So, ein Kitchen Counter. Und wir können auch da ein bisschen was reinhauen. Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt die Cow in a Jar. Und das Sink. So, jetzt ist mein Problem, ich brauche eine Kuh. Ich bräuchte 2. Eine Kuh kostet mich 9 Emeralds. Problem wird sein, ich habe momentan nicht 9 Stück könnte ich auf jeden Fall noch haben. Ja. Dann bin ich empty. Das heißt, wir müssen da auch wieder mal was durchjagen. Ich brauche mehr Emeralds. So, ich möchte bitte eine Kuh kaufen. Danke. So, halt, wo wir das machen. Schnell beim Weizen vorbei. Ich guck mal, Freund. Da kriegst du einen Freund. Ne? Schau mal. Dann macht der glückliche neue Kühe. Ja, hallo. Ja, und jetzt wird einer Kuh wird jetzt gleich Böses getan. Ich brauche jetzt ein Milk Jar. Das machen wir, ja. Das sind wir mal wieder ganz lieb zu der Kuh. Bräuchten Eimer Milch, bitte. Danke. Ich brauche. Ich brauche Glas und ich brauche ein Plank. Okay, Plank ist jetzt das wenigste Problem. Clearglas da. Geht das auch? Mal gucken. Jo. So, ich habe einen Milch da. Jetzt brauche ich einen Amboss. Die wird sich so freuen, die Kuh. Ich brauche. Muss es dann gleich das Lied suchen.
ich wüsste sonst nämlich nichts. Ja, wie ich die Kuh da rauskriege. Also, das heißt, wir brauchen jetzt für den... Das da brauche ich jetzt ein Anvil. Drei Stück davon. Eins, zwei, ja, genau. Davon, nee, da. So. Da kommst du hier hin. Hier hin und ich habe mein Anvil. Ja, Lachner. So, dann brauche ich jetzt das Lied. Das wird jetzt witzig. Habe ich das überhaupt noch da? Leash Upgrade. Control Unit. Und was? Ja, nee, danke. Ich habe keins da. Krieg ich da draus? Rings? Ha, nein, aber ich krieg was anderes raus. Ich hab nur zwei! Was ist das jetzt mein... Ernst? Danke. Die habe ich hier. Auch hier. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt brauche ich noch einen Slimeball. Werde ich bestimmt bereuen. Ja. Wenn ich jetzt dich habe, dann schaue ich da rein. Brauche ich? Den Dirt da. Eins, zwei, drei. Ich frage mich gerade, warum das ich das die ganze Zeit gemacht habe. Ja, vor allem wenn ich keine da habe. Hm. Ist ja gut. Also das muss ich auf jeden Fall auch mal demnächst machen. Dass ich auch mal diese Bonsais auch wieder laufen lasse, ne? Kriege ich da Slimeballs raus? So. Danke. Hoffe ich mal. Gott sei Dank. So. Käse, ich brauche nur eine. Komm, du gehst wieder mit rein. Okay, so cool. Schau mal. Du musst jetzt leider da rein. Komm. Nein. Danke. Tut mir ja leid. Ah. Ich hab da noch was vergessen.
Na komm, du musst noch einen Schluck laufen. Oh, du hast hier einen Ausweg. Du kannst hier raus. Steig auf das Glas. Schon wieder dunkel. Ah, da musst du drauf. So. Entschuldigung. Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht umbringe. Nein. Danke. Dumm, di dumm, di dumm. Überhaupt nicht böse. Schön. Ah, witzig. So. Wir haben die Kuh im Glas. Jetzt fehlt mir noch das Ding. Für das Ding brauche ich nochmal 5 Terrakotta. Einmal Wasser und 3 Eisen. So, das heißt jetzt für mich, nimm ein bisschen Kohle mit. Muss ja nochmal 5 Terrakotta herstellen. Ich brauche das Eisen, ich muss sowieso dahinter. Kann ich auch gleich mal die Kuh abstellen. Dann brauche ich meinen Eimer Wasser. So, und jetzt heißt es von dir, da kommen mal 4 rein. Da kommen 4 rein. Da kommen 4 rein. Da kommen 4 rein. Der da. So, perfekt. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und die 3 Eisen kommen drauf. Und ich habe meine unendliche Wasserquelle. So, du kommst hier hin. Und die kleine Kuh kommt da drauf. Jawohl. Ja, so lustig. Kann ich sogar. Hoffentlich stinkt hier nicht. So, das heißt, wir haben die nächste Quest abgeschlossen. Jetzt brauche ich dieses Zeug hier. Also, jetzt brauchen wir Add Harvest Craft. So, jetzt werde ich nämlich einiges brauchen. Ich brauche bestimmt Holz. Ich nehme mal 20 Stück mit. Ich brauche Eisen. Das ist einfacher. Habe ich 18 Stück. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall auch noch mal ich hoffe, dass das reicht. Lass mich rein. Danke. So, dann hätte ich gesagt, wir brauchen als allererstes geht der Presser überhaupt? Ja, der wird auch gehen. Den müsste ich mir dann eigentlich auch noch besorgen. Und hinstellen.
Aber wir machen jetzt erstmal das andere Zeug da. Ketchup. Ich brauche nicht das Zeug hier. Ich brauche eigentlich das Zeug, um das Zeug herzustellen. Wo bist du? Da ist es. Also, wir fangen mit dem Cutting Board an. Das heißt, ich brauche ein Brett. Aha, und ein Brick. Ein Cutting Board. Noch mehr Terrakotta. So, du kommst dahin. Die Chest kommt dahin. Drei Steine, genau. So. Mal die. Da kommt der nämlich dahin. So, und das Cutting Board kommt gleich mal oben drauf. Perfekt. So. Dann brauchen wir als nächstes. Oh. Wie viel von diesen lustigen, schönen Sachen habe ich noch? Ich nehme mal alle mit. Ich habe gedacht, ich brauche Eisen. Nein, brauche ich nicht. Okay, also das war jetzt dann der da und davon vier? Nein? Nur vier? Nee. Okay. Hat alles gestimmt, nur der war hier. Danke. Dann habe ich den Pott. Dann brauchen wir jetzt die Pfanne. Musst du dahin? Dann haben wir die. Dann brauchen wir das. Okay, andersrum ist ja gut. Haben wir die Saucepan. So, dann kann ich dich mal reinschmeißen. Das Leder muss ich hier auch reinschmeißen. Ich brauche schon mal Platz. Dann brauchen wir die Bakery. Das sind jetzt 8. Dafür habe ich ja nicht das Zeug mitgenommen. Mortar und Pestle, da brauchen wir drei Steine. Das ist jetzt auch das wenigste Problem. Drei Steine und einen Stick. Oh, das Hauptproblem, was ich jetzt habe, ist Inventar voll. Da habe ich noch eine Princess, die wüsste ich, wo ich hinkriege. Rein. Und dieses Lied kommt da rein. Habe ich jetzt wieder zwei frei. Das heißt, ich brauche jetzt eine Mixing Bowl. Das sind jetzt drei Holz und ein Stick. Dann haben wir noch die Mixing Bowl. Und jetzt brauchen wir als letztes einen Juicer. Dafür brauche ich nochmal drei Steine. Dann müssten wir eigentlich hoffentlich alles haben. So, das heißt, ich brauche schon mal eine Pressure Plate. Rein drauf. Juicer. Sehr schön. Die Quest ist completed. Das heißt, jetzt müsste die nächste aufgegangen sein. Und jetzt kommt der Organizing on the Racks. Ein Spice Rack und ein Tool Rack. Okay. Das ist dann Cooking. Das Tool Rack. Müssen wir so zwei machen, Minimum. So, und dann brauche ich Nuggets. Heißt, du kommst dahin, dahin.
Kannst gar nicht hinsetzen, weil da was drüber ist, hä? So, fuck it. Und hier hin. Und hier hin. So, das heißt, ich kann jetzt da das hinhängen. Ich kann den... Nein. Haha. Fehlt noch was. Was wichtig ist. Kann ich dich wegtragen, bitte? Danke. Du musst mal dahin. Und zwar, ich bräuchte noch bitte den Ofen. Dafür brauche ich 5. Ich brauche ein Furnace. Ich brauche 3. Blackstained Glass. Yay! Habe ich sowas hier? So, Mortar and Pestle kommt dahin. Mixing Bowl kommt dahin. So, der Kühlschrank kommt hier weg. Der Kühlschrank kommt hier hin. Dann kommst du weg. Du kommst dahinter ins Eck. Genauso wie die kleine Kuh. Ich hab gesagt, du kommst ins Eck. Danke. So. Dann brauche ich jetzt dieses Spice Rack. Okay. Total teuer. Auch ein Half Slab. Ah, okay. Spice Rack. Alles klar. Sehr schön. So, genau. Dann brauche ich noch den Ofen und den Toaster. Habe ich noch 5? Kriege ich noch 5 zusammen? Ja, natürlich nicht. Ja. Wäre ja ein Wunder, wenn ich das zusammengekriegt hätte, oder? Okay. Also, das heißt, ich brauche jetzt auch sowieso schwarz. Nee, schwarz. Jawohl. Die Farbe schwarz haben wir da. Das ist jetzt dann... Ja, ich glaube nicht, dass das geht. Ich muss schnell runter. Ich glaube, ich habe unten noch 8 Glas. Ich glaube, hier irgendwo. Ich habe 7. Das ist nicht mein Ernst, oder? Kann ich das mit dem einen noch kombinieren? Dass da auch Stained Glass raus... nein, natürlich nicht. Also, das heißt, ich muss jetzt mal schnell... Ich hoffe, dass ich da oben noch Sand drin habe. Ja. Dass ich da ein Glas rauskriege. Da machen wir jetzt mal. Ich habe 3. Ich habe 2 hinten, also ist 3. Dann habe ich 8. Gut. Dann brauche ich jetzt nochmal mein Compressed Water Teil da. Müsste jetzt auf jeden Fall schon mal reichen. Und dann schnell hinlegen. Daumen drücken, dass jetzt da noch Sand drin ist. Jawohl. Können wir das mal schnell durch. So,
dann müssten wir jetzt dann dieses dunkle Glas haben. Black Stained Glass, genau. Das heißt, ich brauche jetzt... Ich muss sowieso hinter. Habe ich hinten? Nein, ich habe keinen. Das wäre jetzt ein geiler Fell geworden. Und dich kann ich da lassen. Davon brauche ich 8. Ja, ich hätte einen Ofen abbauen können. Das wäre das Einzige nur noch gewesen, was ich gemacht hätte. Aber ich baue lieber einen neuen. So, also. Wir haben einmal den Ofen. Der kommt in die Mitte. Dann brauche ich 5 Eisen. Und ich brauche davon 3. Und ich habe meinen Herd. Sehr schön. Dann heißt es jetzt, ich kann meinen Pot draufstellen. Ich kann meinen Saucepan draufstellen. Ich kann meine Bakery draufstellen. Und ich kann meine Pfanne draufstellen. So. Dann brauche ich zwei, fünf, danke. Brauche nochmal 3 Steine. Den da, dann habe ich jetzt noch meinen davon. Kommst du jetzt auch weg? Du kommst weg. Du kommst auch weg. Und ihr kommt jetzt erstmal da rein. Glas kann ich auch reinschmeißen. So, dafür brauche ich jetzt noch den Poster. Dafür brauche ich einmal Lava. Ich brauche einen Iron Trapdoor. Ein Iron Trapdoor ist kleinstes Problem. Einmal Lava heißt nur einmal laufen. Nur. Denn nur noch von A nach B. So, dann haben wir das. Schon ein krasser Toaster. Also wenn ich mir vorstelle, wie billig das das eigentlich der Ofen ist. Und wie schön billig der Toaster ist. Klar. Man hat eine kleine Lavaproduktion irgendwo in der Fabrik. Und die stellen dann schön brav die Toaster her. Mhm. So, dann kommst du dahin, dann kommt der Lava-Eimer drunter und das da drüber und ich habe meinen Toaster. So, dann kommst du dahin und ich habe jetzt auch noch die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt Salz, Fresh Milk, Kakaopowder, Mayo, Eier. Eier ist das wenigste Problem. Die kann ich jetzt dann auch gleich in meine kleine Küche hier reintragen. So, wir schauen mal schnell hin. Ich brauche Fresh Water. Also Fresh Water müsste jetzt einfach nur sein. Oder kriege ich das eigentlich auch hier raus? Ah, Fresh Water kriege ich raus. So. Dann das. Also. Packen wir mal hier rein. So. Zack. Dann hätte ich gesagt, Fresh Milk. Kriegen wir auch raus. Das macht ja die Kuh. Ich soll es vielleicht noch rauspacken, dass es auch noch erkannt wird. So, dann brauche ich Salz. Salz ist eigentlich auch kein Problem. Das kommt jetzt aber hier rein. Jetzt brauche ich Mayo.
So, das heißt, ich brauche. Nein, ich brauche noch Butter. Das ist das. Haben wir schon mal 4? Jetzt brauche ich noch Käse. So, jetzt brauche ich wieder Harvestcraft. Butter habe ich. Ich brauche Käse. Was brauchen wir denn, um Käse herzustellen? Normalerweise Bakterien, bin ich der Meinung, aber. Einen schönen Reifegrad. Dies, dafür brauche ich Milch. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche. Ich habe noch 4 Eisen einstecken. Dann brauche ich 4 Redstone. Ich hoffe, dass ich. Nein, Moment. Kann ich die zusammen machen? Jawohl, dann habe ich davon 12. Dann reicht es mir auch. Ich brauche noch 16 Steine. So, das heißt, du kommst dahin. War bestimmt jetzt wieder falsch. Nö. 4 Pistons, danke. So, dann brauche ich jetzt den. Den Apiary. Nein, ich brauche bitte den Squeezer. Oder Presser. Dafür brauche ich 6 Eisen. Die habe ich momentan nicht da. Aber ich brauche auch Soja. Ich mal schnell holen, weil dann kann das nämlich auch gleich mal laufen. Was brauche ich eigentlich noch für die Quest? Ich brauche jetzt noch Cheese, Eier. Eier müsste ich auch noch mitnehmen. Dankeschön. Dann brauche ich noch ein Stack Soja. Das müsste eigentlich fast da hinten sein, oder? Das Soja? Ja. So, dann heißt es jetzt. Aber die Eier müsste ich jetzt eigentlich an die Mayo rankommen. Also Soja habe ich dann nochmal Milch. So. Ich glaube nur nicht. Halt. Ich brauche nochmal 6 Eisen. So, du kommst daher. Und ich habe meinen Pressure. Nein. Und du kommst jetzt dann daher. Schmeiß ich mal hier das Soja rein. Okay, also dann kommen die Eier kommen jetzt in den Kühlschrank. Dann hätte ich gesagt, mache ich mir mal hier mal Mayo. So, für den Käse. Ich brauche jetzt immer noch den Käse. Käse ist das letzte, was mir jetzt noch fehlt, oder? Nein, toll. Schön. Diesmal laufen wir wieder so rum. Ja, rennen wir mal. Essen habe ich jetzt auch. Jetzt kann ich auch rennen. So. War schon hier. Geld. Und habe trotzdem das nicht mitgenommen. Wiedersehen, wo ihr mal alle herkommt. Kakao hätte ich gesagt, kommt auch mit rein hier. So, Kakaopowder.
So, dann kommst du dahin. Dann haben wir hier noch das Kakaopulver. Und jetzt kommt noch als letztes der Käse. Also, dafür brauche ich Fresh Milk, Salz und einen Pot. Alter. Der mich gerade erschreckt. Boah. So, du gehst da rein. Danke. So, nur 3 Stück. Jawohl. Okay. Krieg ich auch Grain Bait daraus. Cool. Das ist neu für mich. So, was haben wir noch? Kriegen wir noch schnell was runter? Upgrading the kitchen. Heating Unit, Ice Unit. Das ist jetzt wieder Cooking. Heating Unit ist ein Redstone Comparator. Halt. Ein Redstone Comparator. Davon brauche ich 3. Okay, also von dem brauche ich jetzt 3 Nuggets und 2 Ingots. 1, 2, 3, 2 Ingots. Habe ich. Für dich brauche ich dann die 9 Steine. Ich brauche 9 Redstone. Die Torches müsste ich gleich machen, jawohl. Davon brauche ich 3. Gut, dann heißt es, ich muss nach vorne. Ich brauche von vorne nochmal 3 Schneebälle. 3 Redstone. 1, 2, 3. Das habe ich. Gut, und dann brauche ich nochmal 1, 2, 3, 4 Eisen. Dann 3 Schneebälle. Und ich brauche 3, 6, 9 von dir. So, dann gehen wir mal hier rein, da drauf, die 3 raus, danke. Dann brauchen wir noch die 3 Schneebälle. Die habe ich hier drin. So, dann machen wir mal als erstes dich. Als zweites dich. Und als drittes dich. Und ich habe diese Upgrades auch fertig. Gehen wir schnell noch in die Küche. Ich hoffe, dass jetzt nicht aus dem Kühlschrank ein Gefrierschrank wird. Oh. So, also. Muss ich die jetzt einfach draufklicken? Jawohl. Steht es irgendwo auch drauf? Heating Unit. Also Heating Unit vermute ich mal kommt da drauf. Genau. Dann glaube ich dampft der auch immer. Right. Upgrade. Okay. Und Ofen-Upgrade. Jawohl. Die 3 haben wir jetzt auch noch. Jetzt heißt es eigentlich, ich brauche nur noch dieses Apiary. Dafür brauche ich Item Frames. 3 Stück. Wie viel Leder habe ich da? Richtig. 2. Das will ich jetzt schnell noch machen. Da kann ich nämlich auch noch den Honig dafür herstellen.
So, also du kommst dann. Zwei Stück. Drei Stück. Dann habe ich mein Apiary. Green Bee, Bexcomb, Honeycomb. So, jetzt brauche ich nochmal Pam. Jetzt wird es am längsten dauern, die Biene zu finden, vermutlich. Da ist auf jeden Fall der Honig. Schon mal eine Sache, die wo ich froh bin, dass ich schon mal gesehen habe. Da ist die Queen. Dafür brauche ich Royal Jelly und ein Bee Group. Wie kriege ich Royal Jelly? Aus einer Queen Bee. Ha, 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 ha. Ja, der war witzig. Wieder was dort? Wie kriege ich eine Queen Bee? Da gibt es noch ein paar Sachen. Ah, okay, die kann ich kaufen. Mit drei Emeralds. Das ist sehr schön. Oder auch nicht so schön. Das heißt für mich, ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, war mir klar. Danke. Das will ich jetzt doch schaffen. So, wir stellen uns hier hin. Dann machen wir das mal hier voll. Gehen wir hier hin. Das war alles haben. Dann haben wir das. Wir hoffen mal, dass wir jetzt genügend Emeralds haben. Wisst ihr auch, warum das immer da hinten Stein läuft? Genau deswegen. Dass man mal das in kürzester Zeit machen kann. So, wie viel habe ich? 4. Er kann mich nicht leiden. Ja, wobei, er kann mich leiden. Er hätte ja mir auch weniger geben können. So, jetzt wisst ihr auch, warum das man Market braucht. Komm. Eine Biene. Mein Gott. Ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt dreimal zurückgegangen wäre, hätte ich die Biene gehabt. Da ist sie. Oh, ich brauche nur drei. Danke. Weiß ich nicht, braucht die Biene eigentlich? Blümchen? Nö, ne? Braucht gar nichts. Die kann ich auch hier hinstellen. In der Küche. Eine Küche im Bienenstock. Ist doch was Schönes, oder? Könnte zwar ein bisschen am Hintern wehtun irgendwann.
vielleicht dann trotzdem Sinn, dass ich es irgendwann raustue. Die Kiste ist auch schon wieder fast voll. So, aber wir haben auf jeden Fall was geschafft in dieser Folge. Wir haben die Küche fertig. Das heißt, wir können uns dann jetzt da um die restlichen Sachen hier oben noch kümmern. Powerless Processing. Oh, ein Grinder fehlt mir noch. Ein Grinder braucht man ein Eisenschwert, ein Redstone Repeater. Ich hätte gerne hier eine Suchfunktion. Ja. Na? Da haben wir ein Eisenschwert, das ziemlich weit ist. Dann haben wir hier noch eins. Reicht mir das? Jawohl. Eisenschwert haben wir. Davon 3. Davon 1. So, wir brauchen den Grinder. Oh. Das war das Falsche. Okay. Hammer, dann brauchen wir davon noch mal 6 Stück. Dann haben wir den nämlich auch noch. Nächstes Teil fertig. So, und die Bienen. So, der Grinder kommt jetzt dann doch. Dahin. Und die anderen Bienen werden sich freuen, wenn da neue dazukommen. Ich hoffe, dass da keine Bienenkämpfe gibt. So, du kommst dahin und du kommst da rein. So, ach genau, Mist. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. So, Honeycomb. Nochmal 2 Stück. Das heißt jetzt für mich, ich brauche noch das Beehaus. Das sind 5 Stück und 3 Stück. So, dann. Ich bin erst ein Held. Ja. So, die 2 Bienenhäuser. Kommst jetzt du dahin und du dahin. Wir flitzen nochmal nach hinten. Jetzt hole ich mir nämlich nochmal von Forestry und von den anderen. Das sind auch die, die wo ich am meisten habe. Noch die Bienen. Weil ich mache es ja sowieso die ganze Zeit, sozusagen mit der Hand nachlegen, unsere kleinen Bienchen. Aber ich glaube, das Bienenhaus hält länger und bringt mehr raus. Kann man aber nicht züchten, dafür braucht man die Apiaries. Genau, so, da kommst du da rein und da rein und du kommst da rein und da rein. Dann wohnen die auch nebeneinander. So. Das heißt jetzt, dir hoffentlich quält es jetzt hier. Du schaust jetzt auch mal, dass du dann ein bisschen Honig zusammenkriegst. Werden wir bis zum nächsten Mal alles. Ah, schaut mal. Ne? Ich bekomme hier auch mal einen Honeycomb. Juhu!
heißt, ich könnte jetzt sogar noch ein drittes Bienenhaus bauen. Aber nein, ich will ja auch irgendwann diese schönen Chests haben. Und die Stunde haben wir voll. Das ist sehr schön. Aber wir haben die Bienchen geschafft. Das ist das Schöne. Und wir haben auch noch die Küche geschafft. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.